So, Freunde, Freitag der 19. Halb zwei Nachmittag. Ich warte verzweifelt auf den Bauschuttcontainer, weil der kommt dann direkt hier hinter die Hütte, vor die Hütte, dass man dann die Dachziegel reinschmeißen kann. Und naja, in der Zwischenzeit ich habe hier noch ein bisschen so Holzkruscht und Dreck drin. Ja, das bin ich halt dabei noch am rausschaufeln. Oh, hilft nichts, viel Arbeit. Naja, da Mauer innen drin habe ich schon ein bisschen eingeschlagen, dass ich da leichter mit der Schubkarre hantieren kann und schaufeln. Naja, also euch hole ich definitiv wieder dazu, wenn dann der Container gekommen ist. Und naja, vielleicht stellen wir ja dann auch die Camp ein bisschen mit auf. Und lassen wir dann, während man das Dach abdeckt, mal so ein paar Minuten schnell mitlaufen. Tja, 20 nach 3, der LKW ist da und ja, ein David, der kam mit irgendeiner Karre da an, wegs Fehlerspeicher, den muss ich aus dem Hof rausjagen. Aber ist mir wurscht, ist ja nicht mein Auto. Geht mir am Arsch vorbei! Ja, weil wenn der Container im Hof steht, kommt der nicht mehr raus. Schauen wir mal, wie der Container abgestellt wird. Schauen wir mal, ob er gut fahren kann und ob er mal alles stehen lässt. Aber ich glaube schon. Der Baum da oben ist mir wurscht. Ein schöner Abroller. Also ich glaube, da kann ich ein bisschen was reinschmeißen. Jetzt kann es hardcore-mäßig weitergehen. Ho Leute, die erste Seite wäre geschafft. Ich bin Mausfetzer hier. Mir läuft der Rotz runter. Ich habe nicht einmal mehr T-Shirt an. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht vor die Cam. Und ja, ihr seht es, die erste Seite, auf der Rückseite kann man auch schon durchschauen. Da habe ich auch schon Teil abgedeckt. Ich hoffe, dass jetzt heute wirklich nochmal der David vorbeikommt, dass der mir noch hilft, die andere Seite runter zu machen. Naja, hilft ja nichts. Und dann den Dachstuhl einreißen. Und dann bin ich echt gespannt, wie das abläuft da drüben mit der Mauer. Verdammte Axt. Naja, hilft nichts. Weitermachen muss man. Ja, nach dem Eiskaffee. Jo, mittlerweile gleich 18.30 Uhr. Die andere Hälfte vom Dach oder die andere Dachseite ist zur Hälfte schon abgedeckt. Ein bisschen was haben wir im Container schon drin. Und hey Leute, ich bin Maus hier, aber hilft nichts. Ich trinke jetzt erstmal wieder was und dann gehe ich wieder dann auf. Was soll's? Eigentlich wollte ja noch der David kommen, aber wie es halt immer so ist, kotzt mich das an. Hilft nichts, ich muss weitermachen. Ich hab auch geholfen. Toll. Und den Rest muss ich selber machen. Ja Leute, Denise hat mir jetzt noch geholfen. Das Dach ist komplett abgedeckt. So, und da er sich jetzt heute von mir den 18er Dutch Oven ausgeliehen hat, darf ich jetzt mit rüber gehen und essen. Aber hey, dazu nehme ich die Cam mit darüber. So Nils, na? Jetzt erzähl uns doch schnell mal, was du da Feines gemacht hast. Ein Schaschliktopf. Nach? Ja, nach McDutch. Nach dem McDutchie. Ja. Tofu ist da aber keiner drin, oder? Oh, hatte ich vergessen. Sonst, naja.
Naja, dann gucken wir mal. Egal, was auch immer man sucht, es ist immer weg. Mein Nageleisen, ich find's nicht. Dann haben wir noch so Zimmermannshämmer gehabt, wo vorne zu spitz sind, wo wir hätten unter die Latten runterfahren können. Auch weg. Egal, nehme ich normalen Hammer und ja, so ein anderes Hebelteil. Das nenne ich mal richtig gut getroffen. Alle Latten in der Schubkarre. So, aber die anderen Latten, die klopfe ich jetzt besser raus, wenn ich da innen drin stehe, weil auf der Cam hat man es mit Sicherheit nicht gesehen, wo ich die erste Latte oben raus habe, also auf der Seite drüben, ist oben der Giebel schon auseinandergegangen. Und ich sag's euch, das ist nicht vertrauenserweckend da oben. Nee. Also das mache ich jetzt lieber stehend von innen. Auch wenn es ein bisschen mehr Geficke ist, ist mir jetzt wurscht. Sicherheit geht vor. Naja, ich mach mal weiter. So Leute, die halbe Seite Dachlatten habe ich jetzt unten. Morgen werde ich dann die Dachlatten zusammensägen. Und David hat sie jetzt noch angekündigt. Der soll dann einfach weitermachen. Jo, der David reißt mir jetzt noch die andere Seite runter. Hat noch einen Kumpel dabei, der versteckt sich gerade. Keine Ahnung, der will irgendwie nicht aufs Video, aber auch egal. David, danke schön, dass das du heute noch weitermachst. Ja, sagt er. Okay, Leute. Wie gesagt, heute wird jetzt noch der Dachstuhl runtergerissen komplett. Morgen werde ich noch das Holz vom Dachstuhl kleinsägen. Und ja, dann sehen wir uns definitiv im morgigen Bauupdate wieder. Und dann wird Steine geklopft. Bis morgen. Ciao. Tja. Wie man sieht, sieht man nichts. Die arbeiten da hier so ganz fleißig. Ja. Yeah. Man muss auch mal die 5 gerade sein lassen. Ich bin so mauskaputt heute. Ich kann einfach nicht mehr. Er delegiert. Ah ja, und jetzt muss ich nachher noch ein Video schneiden. Armer. Die Folge heute kommt ja noch raus.